Es geht direkt los mit schon in der Luft Francesco Ceccon. Für Italien 9 Mannschaften sind am Start. Sie sehen es schon. Es ist eine Menge Schnee unten im Auslauf, so sehr das Tretkommando sich auch bemüht hat. Hier schneit es mächtig und das seit heute Morgen immer mal wieder. Benjamin Wüst ist ja für uns vor Ort. Ansonsten freuen wir uns auch bald mal wieder da zu sein in Polen. Und dann hoffentlich mit Fans im nächsten Winter das zu genießen, was Zakopano, was die Wielka Krogiew zu bieten hat. Es geht jetzt im Mannschaftsspringen. Wie immer, 9 Mannschaften, 4 Gruppen, A9 Springer. Jede Nation einmal vertreten. Er gestern spektakulär unterwegs, Antti Aalto. Im Moment relativ wenig Wind, Anlaufluke 13, da sollte was gehen für Antti Aalto, der locker am Italiener vorbeifliegt, der ist in Form. Der Finne, sie werden es mannschaftlich nicht schaffen, aber sie haben 2 Leute wieder mit Kitosau und mit Antti Aalto, die Finnen, die wirklich voll konkurrenzfähig sind, sich hier gestern ganz stark behauptet haben in der Quali. Und morgen schauen wir mal, zu wie viel Weltcup-Punkten es dann reichen wird. Aber die Finnen zunächst mal mit einer guten Weite 117,5. Das sind schon mal 3,5 Meter mehr als eben Ceccon mit einer ganz deutlichen Führung. Stefan Ongerer auf dem Weg. Jetzt dauert es nur noch Minuten, bis mit Severin Freund der erste Deutsche am Start ist. Der Schneefall wird etwas stärker. Das heißt, da oben wird die Laubbläsereinheit gebraucht, die die Spur frei bläst. Die Klassenunterschiede, die Leistungsunterschiede sind enorm. Andreas Schuler in diesem Jahr auch nur sporadisch im Weltcup bislang eingesetzt. Er hat sich ansonsten auf die Wettkämpfe in der zweiten Reihe konzentriert, auf die Conti Cups, auf sogar FIS Cups in Zakopane. Da reicht es dann so, das ist wirklich dritte Liga für Plätze unter den besten 15. Er arbeitet sich wieder heran ans Schweizer Weltcup-Team. Da gibt es eine gute Nachricht, wo wir jetzt Ryoyo Kobayashi sehen. Simon Ammann hat den 2. Conti Cup in Innsbruck gewonnen. 2 Conti Cups haben da stattgefunden heute. Die Deutschen, ja, nicht wirklich erfolgreich, außer Philipp Raimund, der 5. geworden ist im 2. Wettkampf. Jetzt schauen wir in diesem doch dichten Schneefall. Sven ist da auf Ryoyo Kobayashi. Nach wie vor einer der spannendsten Springer. Immerhin schon mal weiter als Aalto. Und erste Frage an Sven Annawald. Ja, wir müssen die Anlaufgeschwindigkeiten, habt ihr eben schon im Auge behalten. Ja, definitiv. Wobei es auch durch die Kühle oder Minusgrade der Schneefall jetzt nicht so entscheidend ist, weil oben natürlich durch die Gebläse, der auch weggepustet wird. Schlimmer wäre so 0 Grad Schnee, der ist schwerer. Da kann es sein, dass das eine oder andere mal in die Spur fällt. Für mich heute ein bisschen schwieriger der Auslauf, wenn es so stark schneit, dass es eventuell ein bisschen zu, ja, Schwierigkeiten kommen könnte. Aber wie gesagt, für diejenigen, Kubacki zum Beispiel, der immer weit nach rechts springt, wenn alle in die Mitte springen, ist es okay. Aber diejenigen, die da ein bisschen fernab von der normalen Flugbahn sind, die könnten dann schon auch noch größere Probleme haben. So, das ist auch eine sehr hohe Flugbahn, die Szene Preutz anbietet. Es sind 6 Nationen, die hier in Frage kommen. Sogar, wenn es ideal läuft, nicht nur aufs Podest zu springen, sondern sogar um zu gewinnen. Es war selten unklarer vor einem solchen Teamspringen, wem man jetzt wirklich hier den Sieg zutraut, weil alle gestern auch in der Quali und im Training Federn gelassen haben, Schwierigkeiten hatten. Roberto Gotta sieht zunächst mal eine wirklich gute Auftaktleistung von Szene Preutz. Der hat zwischendurch mal schon ganz oben reingerochen, wieder nachgelassen in den letzten Wochen, aber jetzt mit einer starken Leistung. Eben einer der Besten, gestern mit Schwierigkeiten in der Quali, Michael Heiböck für Österreich. Probedurchgang lief hier, ja, bis etwa vor einer halben Stunde. Oh, das ist aber jetzt schon ein schönes Fernsehbild. Tiefe Anfahrtshocke. Ah, da ist Heiböck weit davon geflogen. Über die untere Linie. Das sind 140 Meter Anlaufluke 13. Jetzt gibt es doch Unterstützung von vorne, Sven. Da geht's verdammt weit, wenn es so bleibt. Ja, auf jeden Fall. Aber die Chance ist wirklich gut, im weiten Bereich dann auch zu springen. Sehr sensibel, diese Chance. Also wenn du jetzt als Springer kommst und sagst, komm, hier, ich habe meinen Sprungablauf, den drücke ich dir jetzt drauf, das geht schon mal komplett in.
Panzer hören musst, dass du dich damit mit einbinden musst in das Ganze, in den Ablauf. Und das ist die Schwierigkeit. Die meisten machen hier zu viel, die meisten haben auch Schwierigkeiten von der Pünktlichkeit. Meistens zu spät. Severin Freund. Jetzt gilt es für den ersten deutschen Springer, da mitzuhalten. Ja, das sieht doch ganz vernünftig aus, was Severin Freund macht. Immerhin über 125, aber da fehlen dann doch die Meter nach vorne zu Heiböck, zu einer Spitzenweite. 129,5. Ja, okay. Die Coolness ist noch nicht da. Also mir ist es wichtiger, dass er wirklich die technischen Dinge, die er dann auch mit Stefan Horngacher bespricht, wirklich dann auch abruft. Und da denkst du ja eher noch an den Sprung. Und das ist immer das, da kann einfach die Überenergie, wenn da mal Schwung drauf ist auf dem Ganzen, nicht da sein. Und das kommt dann aber noch. Sprünge sehen gut aus und das ist mir wichtiger. Es ist das erste Teamspringen für ihn seit Klingenthal. Seit Klingenthal 2016 für Severin Freund. Das war der Auftakt der Deutschen. Jetzt die Norweger. Alles Mannschaften, die auch gewinnen können. Daniel André Tande. Schwierigkeiten gehabt im Probedurchgang. Ja, es ist zwar besser, aber Tande kommt eigentlich die Chance auch ein bisschen entgegen, weil er ja auch der Flieger ist. Aber mit der falschen Form oder mit dem falschen Gefühl bist du da hier echt hin und wieder völlig überfordert. Zumal ja die Bedingungen auch noch reinkommen. Also auch da sehr anfällig die Schanze, speziell oben Absprung, Übergang. Ist so ein ekliger Zug von hinten links aus Springersicht. Hast du gar kein Gefühl nach dem Tisch. Die deutschen Chancen sind intakt. Norwegen hinter Deutschland. Die Österreicher sind ein bisschen abgesetzt. Japan, aber das kann die deutsche Mannschaft über ihre weiteren Springer ausgleichen. Jiwa hat heute Geburtstag, wird 34. Gestern disqualifiziert. Die Polen, was die Mannschaftswertung bisher angeht, vorne. Gibt Severin Freund auch ein paar Meter mit. Hat sich gefangen gegenüber dem gestrigen Tag, als er disqualifiziert wurde, weil der Anzug nicht passte. 136 Meter bei etwas besseren Windverhältnissen auch. Also da tut sich schon ein kleines Loch auf nach vorne für die deutsche Mannschaft. Aber da warten wir mal. Es ist noch eine Menge zu tun hier auf dieser Schanze. Erstmal sind die Österreicher vorne vor den Polen. Die erste Gruppe ist durch. Severin Freund als Fünfter. Wir haben eine Einschätzung von gestern zu überhaupt der Freude, heute dabei zu sein. Benjamin Wüst hat gestern mit ihm gesprochen. Also ich mag Teamwettkämpfe eigentlich immer ganz gerne, weil es halt einfach mal ein bisschen Abwechslung ist. Und ich meine, wir reisen das ganze Jahr als Team rum. Und dann ist es natürlich auch extremer Spaß, mit den Jungs zusammen in einem Wettkampf zu sein. Und ja, ich glaube, wenn man Teil so eines starken Teams ist, wie im Moment bei uns in Deutschland, ist es natürlich auch immer eine ganz gute Chance. Ja, das ist so. Und er ist jetzt wieder zurück. Wir hatten noch einen zweiten Durchgang. Zweite Gruppe. Und Sven, die Nachricht hat uns inzwischen ja auch erreicht. In Zakopane wird nochmal gesprungen im Februar. Hier sind also die ausgefallenen Springen. Peking und Sapporo werden ja in Klingenthal und dann in Zakopane ersetzt. Das ist für alle natürlich das nächste Highlight, aller Voraussicht nach. Aber auch wenn hier um die Schanze herum ein paar Leute stehen, ohne Zuschauer im Stadion. Es geht eine Luke runter. Klar, wir haben den ersten 140er schon gesehen. Zweite Gruppe in dieser Gruppe für Deutschland. Pius Paschke, Position also nach der ersten Gruppe, ist Platz 5 für Deutschland. Sie kämpfen mit ihrem Besten auf dem Papier, mit Giovanni Bressadola, ums Ausscheiden. Die Flocken werden etwas dicker und dichter. Also das, klar. Wenn es jetzt hier auch dunkler wird, dann kommt das alles nochmal mehr optisch raus. Aber wie gesagt, die Flocken sind leichte, richtige, schöne Flocken. Wenn es schön Minusgrade hat, dementsprechend in der Spur kein Thema. Hang wird das natürlich jetzt speziell auch in der Pause, wenn der erste Durchgang rum ist und dann mal 20 Minuten keiner springt, ein größeres Thema. Aber deswegen gibt es auch keine Zeitloben, Sven, oder fast keine Zeitloben, weil die Jury, das ist richtig so, aufs Tempo drückt. Man muss die Spur sauber halten. Das geht nur, wenn immer wieder jemand drüber fährt, wie jetzt Etu Lucy ein über den Neuschnee. Stärker als der Italiener. Die Finnen natürlich auf einem anderen Level als Team.
Das wird aller Voraussicht nach die Italiener erwischen, auch weil das Leistungsgefälle innerhalb der Mannschaft einfach zu groß ist. Und wenn Sie ein paar Tröten hören, dann sind das hier zakopane Tröten, aber von außerhalb des Stadions, teilweise im Wald versteckt. Ich habe eine Menge Polizeieinheiten vorhin gesehen in den Bildern, die wir bekommen haben vom polnischen Fernsehen. Aber man ist relativ entspannt. Man lässt die Skisprungfans auf Abstand ihre Idole anfeuern. Sandro Hauswirth. Kopfsponsor gefunden, weil er im sogenannten Swisscom Talents Team gefördert wird. Es ist auch für diesen jungen Mann mit 20 so wichtig, Unterstützer zu finden, die ihm ermöglichen, von seiner Sportart zumindest so zu leben. Dauert kleine Ewigkeit, bis er das V geöffnet hat. Das sehen wir so unter den Top-Leuten nicht. Ist aber nicht sein einziges Problem. Also das ist, glaube ich, ein kleineres Thema. Ich denke, dass er wirklich noch mehr zu tun hat, aber gut. Jeder hat mal irgendwie angefangen. Mindestabstand, wie waren es nochmal? Ja, und Masken. Aber sollen wir jetzt darüber urteilen? Mein Gott, die Leute stehen draußen, die sind fanatisch. Skisprung, fanatisch. Und das ist über Jahrzehnte gewachsen. Sind alle groß genug, um zu wissen, was sie tun. Junshiro Kobayashi, Japan. Nach dem ersten Springen nach Ryoyo Kobayashi, seinem Bruder, vor der deutschen Mannschaft. So, da ist die Chance in jedem Fall für Pius Paschke da, ein paar Meter aufzuholen. Und die Info kommt von Benjamin Wüst, also die Tröten werden nicht nur von draußen gehört, sondern werden auch über die Boxen eingespielt von den beiden bekannten DJs. Wichtige Info, das können wir hier so nicht, das können wir hier nur erahnen. Das sind die Experten vor Ort, ja. 124 Meter sind das für Junshiro Kobayashi. Wind glücklicherweise im Moment planbar, was den Wettkampf angeht. Die Slowenen nicht nur mit Außenseiterchancen nach ihrem Auftritt gestern mit Tilen Bartol. Der hat sich sehr gut präsentiert gestern. Ja, nimmt da oben nicht die Geschwindigkeit mit wie gestern. Sah ein bisschen übermotiviert aus. Nach wie vor noch der alte Sprung, der nicht mehr funktioniert. Bei einzelnen Schwanzen ja, Skifliegen könnte es auch noch funktionieren, aber die Aggressivität, also wirklich nur in die Richtung zu schießen, viel Geschwindigkeit mit in den Hang zu nehmen, die funktioniert nicht mehr, weil du dann einfach... Da müssen sie sich umstellen. Oh ja, da haben wir sie. Da haben wir sie mit ihrem bekannten Mantel, den ja unsere Moderatoren auch schon anhatten. Da kann ich mich auch noch vage erinnern. Ja. In der letzten Saison steht Matti ja ausgezeichnet, muss ich sagen. Hat er den nicht gekauft? Ich dachte, den hat er käuflich erworben. Den hat er jeden zweiten Tag an zu Hause, glaube ich. Jan Hörl und dann Pius Paschke. Also die deutsche Mannschaft mit einer guten Chance, an den Slowenen vorbeizugehen. Gleich erstmal Jan Hörl, die Österreicher. Also da ist die rote Linie nicht erreicht. Das sind die 125 Meter. Das ist der Türspalt, der jetzt da ist, der jetzt aufgeht für Pius Paschke. Anfahrgeschwindigkeit, wir haben darauf hingewiesen. Schauen wir drauf, ist noch alles in Ordnung in diesem Tempo, in dieser Frequenz, in der jetzt gesprungen wird? Passt das? Man sieht beim Landen schon, dass es da leicht stoppt, dass der ein oder andere Springer Probleme hat. Aber sie sind darauf vorbereitet, erst recht bei diesem Schneefall. Das haben sie ja im Training tausendmal erlebt. Pius Paschke. Gestern hier wirklich gut Lage kommen. Gleich danach für Norwegen schon Granerud. Im Moment Weltcup-Führender. Jetzt kommt er hier vorbei gerauscht. Pius Paschke. Deutschland braucht einen guten Paschke jetzt. Oh, flach. Bedingung ist auch ein bisschen seitlicherer Wind. Das ist das, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn man hier auch rausspringt und nicht gleich so ein bisschen so ein leichtes Polster hat, wirklich wahrer und hier da. Das ist dann komplett tot, da gehen auch die Arme nach hinten. Zeigt mir auch, dass er kein Gefühl unterm Ski hat, muss kurz warten. Und das ist dann genau das, wo du verpasst für die Chance, eben unten in den Hang reinzukommen. Und das sind Dinge, also ich glaube nicht, dass der Sprung so schlecht war. Klar ist auch, dass Deutschland damit nichts gut machen wird.
Rückstand auf Österreich ist auf etwa 10 Meter gewachsen. Es kommen aber noch Geiger und Eisenbichler, Deutschlands Beste. Jetzt kommt der Beste der Welt, jetzt kommt Norwegens Bester in dieser Mannschaft, Halvor Egner Granerød. Gestern war er es nicht. Alex Stöckel, der Cheftrainer, macht eine Wettkampfpause, ist zu Hause. Granerød. Oh, die Höhe fehlt ihm aber auch komplett. Was ist mit Granerød los? Keine Chance. Aber das ist nicht nur der Wind. Das ist, klar, okay, Luke 13, kein Aufwind. Aber gestern ging es auch schon hier nicht auf der Schanze. Was ist das Problem auf dieser Schanze? Also hier, wenn du reinkommst in den Radius, dann gibt es einen kleinen Schlag, der dich komplett durcheinander würfelt. Und der Tisch an sich ist ein Tick kürzer. Also die Fahrt nach dem Radius zum Tisch ist ein Tick kürzer als ein TTC. Und das sind große Schwierigkeiten. Wenn du dann einfach die Unruhe hast, das System an sich, Granerød, funktioniert auch nur, wenn alles funktioniert. Und doch ist gestern, der ist aus Zakopane, auch nicht wirklich klargekommen. Kamels doch für Polen. Er zieht sich zumindest besser aus der Affäre als Granerød. Aber auch da merkst du, das sind nicht die freien Sprünge, sondern den Springern ist bewusst, auch wenn sie die Schanze kennen, sie ist einfach schwierig. Bei den Bedingungen natürlich schwierig. Sehr gut unterwegs, was die Anfahrgeschwindigkeit angeht. Und er setzt sich ab. Er geht mit Polen vorbei an den Österreichern in Führung. Die deutsche Mannschaft bleibt auf dem fünften Platz. Hat schon doch einiges an Aufholbedarf. Aber worauf kommt sie an? Natürlich auf die Anfahrgeschwindigkeit, auf die richtige Beschaffenheit der Ski. Und darüber hat Benjamin Wüst mit dem Servicemann des DSV, mit Erik Simon, sich ausgetauscht. Ja, das hier ist die Geheimstube des DSV, wenn man so will. In der Anlaufspur, da kommt es natürlich auf den Ski an, wie er präpariert ist. Und hier ist der Cheftechniker des DSV, das ist quasi sein Fachgebiet. Erik Simon, hallo. Schön, dass das klappt und Sie kurz vor uns Zeit haben. Ja, Schneefall, das heißt heute Ihre große Stunde, Anlaufspur. Auf was kommt es heute bei den Bedingungen an? Wie muss man den Ski präparieren? Ja, auf die Witterungsverhältnisse. Also die Spur ist runtergekühlt auf minus 10 Grad. Außentemperatur sind minus 5, Luftfeuchte ist ziemlich hoch durch den Niederschlag und da gilt es eben, den richtigen Schliff und das richtige Wachs auszuwählen. Das heißt, bei jedem Wetter brauchen Sie einen bestimmten Belag, damit man richtig Tempo im Anlauf hat? Ja, im Skisprung ist es so, dass man eigentlich für alle Verhältnisse einen Schliff haben muss, der gut geht, weil man eben nicht so viele Ski zur Auswahl hat, wie jetzt zum Beispiel im Langlaufbereich, wo man ja, die Ski nach Witterungsbedingungen eben dann einsetzt. Im Skisprung ist es eben so, dass die Sportler eigentlich einen Lieblingsski haben. Und da braucht man eben einen Schliff, der relativ breit aufgestellt ist. Und doch gibt es Unterschiede, wir sehen es in den Anlaufgeschwindigkeiten immer. Ich hoffe, Sie haben heute den richtigen Schliff, das richtige Wachs, damit nachher nicht die Springer hier runterpoltern, hier gegentrommeln und sagen, Mensch, Erik, ich war viel zu langsam. Ja, bis jetzt sieht es gut aus. Bis jetzt gut. Und Erik Simon, bist mit ihm noch gesprungen, glaube ich, sogar hier und da. Und er hat auf jeden Fall auch mal in einem Conti Cup hier auf dem Podium gestanden, in Zakopane. Sehr schön. Lange her, lange her. Aber macht einen tollen Job. Den gilt es jetzt für Jaakko Mäete auch zu machen. Nach zwei Springern liegt Finnland vor Norwegen übrigens. Das nur mal so nebenbei. Hatten wir auch schon länger nicht mehr. Das wird nicht so bleiben, aber das heißt, die Norweger haben einen langen Weg zu gehen, wenn sie zurückkommen wollen. Und die Finnen umso besser. Schräg in der Luft. Aus, nee. Damit wird sich das erledigt haben. Mit Finnland vor Norwegen. Und die Finnen auch nur ein Meterchen hinter der deutschen Mannschaft nach zwei Springern. Liegt aber daran, dass die Deutschen nicht ihre besten Sprünge gemacht haben. Letzter Springer für Deutschland. Wirklich gut verkleidet. Markus Eisenbichler. In dieser dritten Gruppe jetzt, in der wir uns befinden, springt für Deutschland Karl Geiger. Der Züricher Oberländer. Im Vorjahr nochmal gewachsen. 2,5 Zentimeter etwa. Das ist
mit 19. Auch nicht so einfach. Dann ändern sich die Hebel. Kannst die Skilänge noch mal verändern, wenn du möchtest. Das ist in dieser sensiblen Sportart eine Herausforderung. Ja, wachsen ist vor allem erstmal die mit den Hebeln. Ja? Also wir hatten damals das gute Beispiel Toni Nieminen, der irgendwann im Alter von 16 alles in Grund und Boden gesprungen ist, ist danach gewachsen, kam nie wieder zurecht. Also du hast einfach ein Gefühl abgespeichert, wie der Sprung abzulaufen hat, dass es funktioniert. Und wenn da irgendwas anders ist, dann hast du die größten Schwierigkeiten. Keiji Sato. Doch der Radius ist scharf, das heißt, es geht dann, ja, vielleicht kann man es übersetzen, Sven, ja, Sie haben die Probleme beim Landen gesehen, ja. Aber dieser Radius ist speziell und bereitet eine Menge Athleten Schwierigkeiten. Ja, also wenn ein Radiusdruck ist natürlich auch positiv, weil er dir ein Gefühl gibt, wie deine Position ist. Aber wenn du die natürlich nicht hast oder durch den Radius verändert wird, die du dann wieder bis zum Tisch, was ja nicht lang ist, wieder zurückholen musst, da hast du einfach Stress. Du kommst nicht locker rein und kannst da wie so eine Feder raus katapultieren, sondern du hast da wirklich Arbeit die ganze Zeit und das ist, bereitet den meisten Springern dann wirklich auch die großen Schwierigkeiten. Können wir jetzt nochmal übersetzen, weil nicht jeder mit dem Begriff Radius wahrscheinlich was anfangen kann. Das ist der Bereich oben auf der Schanze, wo der Anlauf aus dem Steilen ins etwas Flachere herübergeht. Schauen wir jetzt bei Peter Preuth. So, jetzt beginnt der Radius und hier muss er wegspringen. Und das ist genau das, was Sven eben eindrucksvoll geschildert hat. Auch Peter Preuth hat Mühe. Die Slowenen und die Japaner, das sind die beiden Mannschaften, die unmittelbar vor der Deutschen liegen. Und irgendwann, klar, irgendwann muss der Angriff kommen. 123,5, also mal als Orientierung für Karl Geiger, um erstmal Platz für Platz gut zu machen für die deutsche Mannschaft nach zwei Gruppen. Ja, nur auf Rang 5. Das Ergebnis täuscht jetzt, weil jetzt ja schon einige Nationen ihren dritten Springer dabei hatten. Österreich Zweiter nach den ersten beiden Springern. Philipp Aschenwald, die Nummer 3 im Team. Auch er sah aus, als ob er kein gutes Gefühl hatte. Siehst du auch, die linke Arm geht runter, dann wieder ein bisschen zurück. Also das ist so eine Halteposition, wo du merkst, dass der Springer gar nicht sich ausleben kann. Also dass er sich gar nicht lang machen kann, dass er gar nicht versuchen kann, noch irgendwie Geschwindigkeit noch mehr mitzunehmen, sondern irgend so eine Halteposition einnimmt, wo er hofft, dass irgendwann bald was kommt, dass er endlich wieder Attacke machen kann. Warum hat Karl Geiger wieder die Wangen jetzt am Helm? Ich würde es beschreiben, dass gearbeitet wird, dass man vielleicht irgendwie jetzt auch da versucht, wieder in das System reinzukommen, dass er wieder Selbstsicherheit kriegt vom Skifliegen und dass er da vielleicht wieder seinen Sprung findet. So, 137,5 ist gewagt. Der muss ganz schnell eingreifen oben und damit ist schon klar, das wird wieder nicht der Sprung, auf den wir gewartet haben. Ja, aber ich sag mal so, aus Springersicht ist für mich jetzt einfach die Erklärung, wir haben uns alle gewundert die ganze Zeit, was Karl so wegsteckt, positiv wie negativ. Ja, also ich meine, er ist Skiflug-Weltmeister geworden und kam aus der Kalten, ja, weil er nicht Nidagil einfach ausgelassen hat, weil eventuell sein Töchterchen kommt. So, dann wird er Skiflug-Weltmeister, dann muss er auslassen, weil er Corona-positiv getestet wird. Dann wird er zumindest in Oberstdorf gewinnt er und die Tournee läuft aber trotzdem einfach nur über Stock und Stein. So, und das sind Dinge, unser Körper, wir haben keine Reserven, wir leben an der Grenze vom Gewicht und dementsprechend sind solche Dinge einfach, die gehen auf die Nieren und dann ist es auch mal erklärlich, dass man nicht ganz frisch ist und den Sprung nicht abrufen kann. Lindvik, jetzt damit mit der Chance und die nutzt er. Oh, da wird es okay, da wird's dann brenzlig da unten, da ist so viel Schnee drin, da sollte man gleich in den Pausen alles geben, um das so platt wie möglich zu bekommen. Nochmal mit der Pistenraube rein.
wunderschöne Art zu fliegen. Der hat alles, was ein guter Skispringer und Skiflieger braucht. Marius Lindwig. Und vor allem hat er auch den Mut, dann auch mal zu verzichten, wenn er sich nicht sicher fühlt, wie vor der Skiflug-WM in Planitza. Da wird es kritisch, aber damit katapultiert er Norwegen vorbei an der deutschen Mannschaft, die nur Sechster ist nach drei Springern. Vorausgesetzt, dass De Kalla jetzt ein normaler Sprung gelingt. Da ist dann doch einiges liegen geblieben an Metern. Die deutsche Mannschaft ist ab jetzt der Jäger und es sind viele Meter, die aufgeholt werden müssen. Super Quali gestern. Auch gut. Der wird, glaube ich, aus Polen Sicht in Zukunft schon auch viel, viel richtig machen. Gute Voraussetzung mit dem extremen Absprung. Im Gegensatz zu Schüer gibt er mir auch das Gefühl, dass er nicht nur Brutalität lebt, sondern auch ein Feingefühl hat für den Flug. Das ist noch nicht ganz so das aerodynamisch-optische, was er lebt, aber er arbeitet sich so Stück für Stück hin. Also da hat die deutsche Mannschaft jetzt, Sven, nach drei Springern über 33 Meter Rückstand auf die Polen mitbekommen. Das haben wir so nicht erwartet. Ich habe gesagt, es ist alles offen. Sechs Mannschaften können hier um den Sieg mitspringen. Dass die deutsche Mannschaft da am Ende liegt von diesen sechs. Okay, gestern hatten alle so ihre Probleme, aber dass das heute so geballt wieder auftritt, nach einer Analyse, nachdem man Videos geschaut hat, ist erstaunlich. Klar, Markus Eisenbichler kommt noch. Das ist der gestern auch deutlich Beste gewesen, nicht nur in der Quali. Aber von diesen Sprüngen oder auch Flügen ist die deutsche Mannschaft, das muss man so klar sagen, weit entfernt. Dass das alles Substanz gekostet hat und Kraft gekostet hat. Die Österreicher hatten ihre zwangsläufigen Quarantänepausen. Der ein oder andere hat hier mal einen Wettkampf ausgelassen. Stefan Kraft ist ja auch wieder nicht da, um seinen Rücken aufzubauen. Die Deutschen sind bei allen Weltcups bei der WM am Start gewesen, hatten ja auch ihre Erfolge. Aber es sieht wirklich ein bisschen danach aus, als fehlte Substanz. Noch ist es nicht vorbei. Jetzt hoffen wir erstmal darauf, dass Markus Eisenbichler auf die Überholspur wechselt. Und zumindest den ein oder anderen Punkt gut machen kann. Schöner Auftritt von Alex Insam. Spannend, Nico Kytosau. Gestern für Aufsehen gesorgt mit einer tollen Quali, hatte leichten Aufwind. Das ist jetzt ähnlich. Janne Wäten sieht das zur richtigen Zeit. Das Windfähnchen wieder nach oben zeigt. Tick weit zu aggressiv, also vergessen, Höhe mitzunehmen. Kann natürlich aber auch sein. Ich meine, er ist auf einem guten Weg. Er sieht, dass er immer näher rankommt und dann will er einen Tick weit forcieren. Ein bisschen mehr. Und dann ist er aber zu flach dran. Das sollte sich bei ihm jetzt relativ schnell rumsprechen. Ehe dieser Sprung vielleicht dann eher derjenige ist, den er jetzt immer abrufen möchte. Letzte Gruppe schon im ersten Durchgang. Zum Glück sind die Windgeschwindigkeiten sehr gering. Der Schneefall ist nicht mehr ganz so kräftig. Und Gregor de Schwanden kämpft mit der Schweiz erstmal um die Teilnahme im zweiten Durchgang. Sollte er auskorrigieren, ja, aber geht zumindest schrittweise voran. ...129,5, damit setzt er sich deutlich von Kytosau und Insam, die wirklich ordentliche Sprünge hatten, ab. Aber ab jetzt schauen wir wieder auf die Top 6 und es beginnt Yuki Asato, der gestern dreimal der beste Mann war, sowohl im Training als auch in der Qualifikation.
erstmals eben im Probedurchgang. Vielleicht hat er auch ein bisschen probiert, getestet. Eine Luke runter geht's. Der Mann hält hier auch den Schanzenrekord mit 147 Meter. Da ist Betrieb drin in seinem System, mehr als ihm lieb ist. Da hat er Luft reingelassen. Oh, jetzt hat er sich selber gehauen. Ja, aber das ist ja das, was, das kann der deutschen Mannschaft dann irgendwann natürlich auch helfen, wenn andere Fehler machen. Darauf hofft man zwar nicht, aber die deutsche Mannschaft hat selbst schon genug gemacht. Jetzt könnte Eisenbichler gerade in Richtung der Japaner, wo man ja doch schon einen enormen Rückstand hat, von 17, 18 Metern. Ja, und bei Sato speziell ist das halt eben. Du siehst, dass er in Einzelsprüngen, also Sprünge zeigt, da kommt niemand hin. Er hat auch, ich kann mich noch erinnern, an Klingenthal, ich glaube, es war die gleiche Saison, nur dann eben 2019, wo er dann auch so einen brutalen zweiten Durchgang hinlegt, wo keiner von den anderen hinkommt. Also er hat was drauf, aber ist dann einfach zu aggressiv, das wieder abrufen zu wollen. Und nach einem gestrigen Tag, wo er dreimal Bester war, sieht das wahrscheinlich heute nicht ein und legt noch einen drauf und es geht noch schlechter. Lanišek dagegen. Auch die müssen Boden gut machen. Nimmt dem Japaner 5 Meter ab. 127 Meter für Ante Lanišek. 5 Meter mehr also. Anlaufgeschwindigkeit ist nach wie vor in Ordnung. Und jetzt geht's um die Podestplätze der Mannschaften, die sich da schon eingerichtet haben. Österreich mit Daniel Huber im Moment Dritter, nachdem ja der letzte Springer Jan Hörl Meter verloren hatte. Aber Huber kennt keine Zurückhaltung. Oh, da schlägt der Ski zurück. Ein krasser Springer, dieser Daniel Huber. Der geht halt wirklich Augen zu und durch gefühlt, würde ich es beschreiben. 135 Meter. Hier, da extremer Schlag vom Ski. Aber wie kontrolliert er das, bevor wir gleich Markus Eisenbichler sehen? Wie kontrolliert man diesen Druck? Also auf jeden Fall nicht mit Gegendruck, weil dann geht der Ski komplett weg und du stürzt. Das sind die Erfahrungen, die der ein oder andere leider dann auch mal während seiner jugendlichen Karriere dann auch machen musste. Und am Ende ist es Feingefühl. Zu wissen, ah, okay, so muss ich umgehen. Und das darf ich auf keinen Fall. Nicht ganz so günstig jetzt, was die Windverhältnisse angeht. Läuft gerade alles gegen die deutsche Mannschaft. Im mittleren Bereich Rückenwind. War eben anders. Huber mit leichten Aufwindverhältnissen sogar. Ja, aber das dreht hier im Sekundentakt. Stefan Horngacher weiß das ja vielleicht so gut wie kein anderer. Außer den polnischen Trainer neben ihm, denn er war ja Cheftrainer hier, Co-Trainer in Polen. Hat Kamil Stoch, Dawid Kubacki und Co. mit dahin gebracht, wo sie heute sind. Einer der besten, wenn nicht die beste Mannschaft der Welt. Mit der deutschen, mit der norwegischen Mannschaft. Da haben wir ein Bild, der Mann, der in dem Ort lebt, wo der letzte Weltcup stattgefunden hat, in Titisee Neustadt. Nachfolger von Werner Schuster, nach 11 Jahren mit so vielen Titeln. Lebt mit Nicole, mit der früheren Physiotherapeutin der deutschen Skispringer, mit seinen Kindern im Schwarzwald. Selbst gesprungen, noch gegen Sven Annawald. Und er hat einen seiner Weltcup-Siege hier errungen, nämlich 1999. Sieht wieder besser aus für Markus Eisenbichler. Aufwindverhältnisse, aber nicht innerhalb des sogenannten Korridors. Die Jury stellt vor Wettkampfbeginn einen Windkorridor ein, in dem sich der Wind zu bewegen hat, damit sie oben das Signal grün gibt, dass auch gesprungen werden kann. Gilt für alle Bereiche und weil die Frage uns öfter erreicht, wie werden denn die Windwerte ermittelt? Vorm Sprung, nach dem Sprung? Nein, in Echtzeit. Also die
Windpunkte, die wir sehen, sind die, die in dem Moment, wenn der Springer unterwegs ist und auch in der Luft ist, wirklich gemessen werden. So kommt die Punktzahl, die wir gleich für den Wind eingeblendet sehen, zustande. Es ist auf jeden Fall jetzt wesentlich besser für Markus Eisenbichler. Immer noch Luke 12 und der läuft zumindest liefer oben. Komisch. Ja. Also war weggesackt wäre. Ja, das ist, oben musste ein bisschen, ja, auch mit der Schulter so, aber er hat schon viel wilderes Eingreifen gehabt. Und dann mit der Hang auf einmal merkst du, dass die Ski auf einmal kurz weggehen, dann wieder aufpendeln. Und wenn sie weggehen, bist du automatisch eine Etage tiefer. Tja, Deutschland verharrt auf Position 6 womöglich, wenn die Norweger und die Polen ihr Niveau halten. Das war der beste Sprung der deutschen Mannschaft, eben von Markus Eisenbichler. Aber auch er ist unter dem eigenen Anspruch geblieben. Das ist nicht der erste Durchgang der DSV-Adler gewesen. Robert Johansson. Auch Probleme. Weil auch die Frage oft kommt, wenn jetzt unten, ganz unten Rückenwind herrscht und der Springer dort gar nicht hinkommt, dann fallen die Punkte nicht ins Gewicht. Es zählen nur die Punkte, die er auch überflogen hat. Auch diese Frage kriegen wir über Fragsportschau sehr oft reingereicht. Das waren jetzt wiederum 5 Meter weniger als Eisenbichler. Also zumindest, was die Norweger angeht, ein paar Meter gut gemacht. Auch gegenüber den Japanern hat Eisenbichler ein paar Punkte aufgeholt. Und jetzt David Kubacki, letzter Mann in diesem ersten Durchgang. Die Polen in Führung. Sato mit einem schwächeren Sprung. Das ist die Chance für David Kubacki, die er ausnutzt. Ein paar Meter draufgepackt. Die Polen sind die Mannschaft des ersten Durchgangs. 3 Springer aus Zakopane für verschiedene Vereine am Start. Klare Führung für die Polen. 131 Meter. Wechselhafte Verhältnisse, aber alles gut, springbar, der Schnee unter Kontrolle, die Jury hat aufs Tempo gedrückt, deswegen ist der erste Durchgang sehr zügig durchgegangen und wir haben mit den Polen und den Österreichern 2 Mannschaften vorne, die sich von den anderen schon absetzen konnten. Dollesal und Gregor Szopczyk. Hochzufrieden, ja, kann man sein, wenn man es geschafft hat, hier in diesem ersten Durchgang tatsächlich fast 12 Meter zwischen sich und den Verfolger Österreich zu legen und das mit dieser Top-Mannschaft. Beste Voraussetzung in Zakopane für die Polen, keine guten für die Deutschen. Über 40 Meter Rückstand auf Platz 1, das Podest ist noch in Reichweite. Ja, so hat sich das für uns auch angefühlt. Ja, da muss man durch. Ja, das ist, du kannst aber, ich mein, du hast 2 Wege. Entweder du drehst da komplett durch oder du sagst, ist okay. Ihr analysiert gleich, du und Matthias. Jetzt melden sich erstmal die Kollegen der Tagesschau aus Hamburg. Markus Eisenbichler, weiß auch nicht, was los ist. Rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Nee, eher runter, wenn man ehrlich ist. Nach dem ersten Durchgang im Teamspringen in Zakopane. Die deutsche Mannschaft nur auf Platz 6, Sven. Das ist sehr lange her, wann das letzte Mal der Fall war. Ja, runter geht es eigentlich immer, aber wir hoffen natürlich so spät wie möglich. Ja? Das ist richtig. Das, aktuell ist so ein bisschen so ein kleiner Wurm drin, wobei ich jetzt schon auch jetzt bei Markus die Reaktion ist klar, das haben wir jetzt auch schon im On gesehen, dass er wirklich dann auch so einfach so ein Luftloch hatte, wo der Ski dann weggeht und dann bläst es so auf, da konnte er jetzt eigentlich weniger dafür, aber allgemein ist es so, dass wir ein bisschen mehr hinten dran sind und ich weiß jetzt nicht, klar, Tournee hat viel Energie gekostet, die Jungs mussten alle sich irgendwie durchbeißen, die Erwartungen waren natürlich auch hoch von unserer Seite auch. Oder auch von meiner. Aber die machen sich ja auch selbst. Also sie sind ja eigentlich normalerweise immer mit Favoriten. Ja, aber sie waren ja eigentlich über den Sommer über waren sie wirklich sehr stabil und müssten eigentlich schon wissen, was das Wesentliche beim Sprung ist. Und da will ja auch Stefan Honkare hin, dass er wirklich der Sprung an sich, der Absprung, die Position ist das Wichtigste. Und das ist das Nonplusultra, nicht Flug oder sonst irgendwas. Das ergibt sich dann irgendwann. Und das wundert mich, dass es jetzt so ein bisschen schwieriger wird. Wobei Kranerüt, wenn ich den sehe, der hat ja auch höchste Probleme jetzt. Stoch hat auch nicht so den Lauf, dass er jetzt sagt, komm,
Tournee gewonnen, jetzt geht alles selber. Also man merkt, dass man sich nicht mehr so drauf verlassen kann, wenn man seinen Sprung gefunden hat, dass der dann die komplette Saison durchläuft. Das klappt ja sowieso nie beim Skispringen, dass man, wenn es einmal funktioniert, dann über die nächsten 2-3 Jahre so funktioniert. Das wissen wir inzwischen, das weiß auch der Bundestrainer. Mal sehen, wie er diesen ersten Durchgang erklärt bei Benjamin Wüst. Stefan Horngacher, ich bin wieder ganz weit hier unten. Ich hoffe, Sie da oben hören mich. Es war ein eher durchwachsener erster Durchgang. Wie haben Sie es gesehen? Ja, absolut. Also es war von den Sprüngen her technisch nicht sauber genug. Es waren einige Fehler drin und dann ist man gleich ziemlich weg. Ja, jetzt müssen wir schauen für den zweiten Durchgang, dass wir die technischen Fehler abstellen und versuchen einfach besser Ski zu springen. Woran liegt das? Liegt die Chance ihren Springern plötzlich mehr? Eigentlich waren die in Zakopane immer gut. In der Quali hat es ja schon angedeutet, dass es nicht kein Selbstläufer wird heute. Ja, die Quali war ein bisschen durchwachsen, aber es ging noch. Jetzt waren da deutlich mehr Fehler drin. Ich glaube, die Jungs sind ein bisschen zu angespannt gewesen. Und sie wollten zu viel und dann geht der Schuss nach hinten los. Okay, danke Stefan Horngacher. Dann gucken wir mal, was im zweiten Durchgang noch drin ist. Danke. Und vorher gucken wir erstmal, was im ersten Durchgang nicht so ganz drin war. Severin Freund war der Erste. Der hatte eine ganz ordentliche Weite mit 129,5. Ja, also ich würde, glaube ich, auch bei Severin sehe ich wirklich dann, dass er sich durcharbeitet, dass er natürlich jetzt nicht so die großen Erwartungen hat wie vielleicht andere, wo sich durchgesprochen hat. Wir waren mal im Training gut und könnten ja auch mit dabei sein. Das ist eine andere Geschichte bei Severin. Für ihn freut es mich, dass er heute wirklich dann auch das erste Mal seit langem wieder im Team mit dabei war und dass er da irgendwie auch anknüpft, dass er nicht ganz so zufrieden ist, das ist sein Ehrgeiz, den hat er aber, deswegen ist er eben auch Skiflug-Weltmeister und alles, was er dann erreicht hat. Und das ist eigentlich so, Severin ist außen vor von den anderen. Gesamte Weltcup hat er gewonnen, also der hat schon alles abgeräumt und jetzt kommt er langsam wieder in die Spur. Bei Pius Paschke war das am ganzen Wochenende bisher auch noch nicht so überragend. Ja, auch Pius hat dann angefangen oder musste anfangen irgendwie zu kämpfen oder beziehungsweise vielleicht ist es natürlich jetzt wieder leicht gesagt mit dem Abstand, dass man vielleicht trotzdem locker angehen sollte, wenn man merkt, obwohl Druck ist, obwohl vielleicht man das Gefühl hat, dass andere auf einmal besser springen, mit Gewalt hinspringen zu wollen, funktioniert schon mal gar nicht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Schwierigkeit jetzt, wo auch Stefan Horngacher sieht, dass sie ihre Technik verlieren, weil sie teilweise auch ein bisschen zu angespannt sind, weil sie von sich selber mehr erwarten, weil sie wissen, hey, den habe ich blind im Griff gehabt oder bin rückwärts gesprungen, bin weiter gesprungen und jetzt bin ich hinter ihm. Also solche Sachen arbeiten hin und wieder dann auch in einem. Und jetzt sind wir nicht in einer Sportart wie Boxen, wo einfach nur Gewalt zählt, sondern wir Feingefühl mit dem ganzen mentalen Faktor, da irgendwo den lockeren Fluss zu finden in so einer Situation ist schwierig. Beeindruckend ist natürlich, dass es die meisten Springer aktuell von den Deutschen dann auch betrifft. Und besonders Karl Geiger, der ein kleines Tief hat, aber du hast es auch erklärt. Was ist auf den alles eingeprasselt bisher? Also auch Karl ist für mich jetzt erstmal außen vor. Das, was er vor Tournee, während der Tournee alles durchgemacht hat, glaube ich, dass sich das jetzt einfach erstmal setzt. Man sieht auch, dass er jetzt am Helm den Zusatz wieder springt, den er eigentlich beim Skifliegen hatte. Und dadurch auch mir zeigt, dass sie einfach arbeiten, und um zu versuchen, dass er sein Gefühl wieder findet. Aber ich glaube, er findet es nicht, weil er einfach vom Mentalen, vom Kopf her, vom Verarbeiten zu müde ist und eben in die letzten Mikromillimeter der Nervenbahn eben nicht reinkommt. Und die ist aber entscheidend, ob der Sprung abrufbar ist oder nicht. Und das ist jetzt aktuell so ein Punkt, da muss man dann einfach einmal durch. So, und der Einzige, der halbwegs in Form ist aktuell, das ist Markus Eisenbichler. Aber auch das war jetzt... Ah, da sehen wir es. Ja, der fällt komplett runter. Ja, ne? Das ist Sprung oben war auch besser. Ich meine, wenn er zu sehr oben am Tisch mit Gewalt rangeht, dann hat er erstmal die 20 Meter zu rudern mit seinen Armen, dass er irgendwo wieder einigermaßen reinkommt. Und das war eben nicht. Und das dachte ich eigentlich, dass es geht. Aber mit der Hang dann irgendwie auf einmal merkst du, dass das so leblos war. Er das System nur zusammengehalten hat. Und aber
anscheinend auch drüber steht. Weil da hat man natürlich schon Zeiten, wo er dann gefühlt das Exit-Gate auseinandernimmt. Auch da hat er die innere Ruhe gelernt, obwohl es ihm natürlich jetzt nicht gleichgültig ist. Aber es sind 40 Meter bis nach ganz vorne. Da müssen wir gar nicht rechnen. Da können wir 100 Zollstücke aneinanderlegen hier. Das Podest vielleicht, aber auf jeden Fall müssen bessere Sprünge her im zweiten Durchgang. Ich sage mal so, hier in Zakopane ist mehr möglich in einem Durchgang, weil du natürlich extreme Veränderungen von den Bedingungen hast. Aber Voraussetzung ist, dass die Sprünge laufen. Und jetzt wird natürlich Steff auch mal dann schon appellieren, dass sie wirklich locker bleiben, dass sie sich nicht selber unter Druck setzen und einfach ihre Technik springen, die sie den ganzen Sommer trainiert haben. Und dann wäre es möglich, wenn die Bedingungen noch passen. Also aufgeben machen wir auf keinen Fall. Nein, natürlich nicht. Wir kommen vorher erstmal zum vierten Riesenslalom-Weltcup der Damen in dieser Saison. Nach dem ersten Lauf führte Marta Bassino aus Italien die Team. Die deutsche Mannschaft nur auf Platz 6. Da geht noch einiges nach vorne, hoffentlich. Tom und Sven, bitte. Der Skisprung-Weltcup im Ersten. Präsentiert von Veltins. Ja, hoffentlich, Matthias, aber wir haben das natürlich auch gerade bestürzt zur Kenntnis genommen. Das ist natürlich wirklich bitter. Wir schauen auch extrem gern diese Handballspiele an, insbesondere bei diesem großen Turnier. Also werden wir schauen, was das heißt, auch was das für den Weltsport bedeutet, wenn das Spiel dann morgen nicht stattfindet. Erstmal hoffen wir das Beste und hoffen auch darauf, dass die deutsche Mannschaft hier noch den ein oder anderen Platz nach vorne kommt, schauen auf die Einzelsprünge. 8 Mannschaften noch dabei. Erwartungsgemäß sind die Italiener ausgeschieden. Der zweite Durchgang beginnt mit den Finnen. Also die erste Mannschaft fehlt jetzt jeweils. Deswegen Startnummer 2, erster Springer. 2 für Finnland, erster Springer ist Antti Aalto. Der kommt bestens zurecht, hier gestern zumindest, heute auch im ersten Sprung in diesem nicht. Aber es ist trotzdem eine gute Nachricht, dass die Finnen hier eine Mannschaft stellen, dass sie Springer haben, die in der Lage sind, mit den Westen zu konkurrieren. Die Windverhältnisse haben sich zumindest für ihn extrem verschlechtert. Ja, hat er keine Chance gehabt. Kommt gar nicht in die Drehung. Also er kann gar nicht in die Fluglage gehen, weil er gar keinen Druck hat. Und dann stehst du so ein bisschen halb hinterm Ski. So wie Severin Freund jetzt auch. Oben in dem Wärmeraum. Ahmt er noch mal die Anfahrtsposition nach. Du hast das eben auch noch mal rausgearbeitet. Letztlich vernünftig gemacht in seinem ersten Mannschaftsspringen seit über 4 Jahren. Eine Kämpfernatur und nach diesen Kreuzbandrissen, auch darüber haben wir hier schon gesprochen, ist es eben verdammt schwer, wieder mal auch aufs Podest zu springen. Er ist auf einem guten Weg. Andreas Schuler, vorsichtig, so möchte ich es mal formulieren, nimmt nicht das letzte Risiko, 115,5 Meter für den Schweizer. Ordentlicher Rückstand auf die Finnen. Aber wenn Simon Ammann in der Lage ist, einen Conti Cup in Innsbruck zu gewinnen, dann wird er bald wieder im Weltcup springen. Das ist für die Schweizer die Nachricht des Tages. Ihr Vorzeigeflieger über Jahrzehnte, muss man ja schon sagen, auch wenn jetzt Kilian Payer diese Rolle übernommen hat, aber der fehlt ja mit Kreuzbandriss. Simon Ammann hat ein Lebenszeichen gesendet. Und das freut natürlich auch das gesamte Schweizer Team, uns auch. Ja, die Zeichen werden mehr bei Ryoyo Kobayashi, dass es noch was werden kann dieses Jahr. Bisschen einseitig raus. War eine schöne Perspektive jetzt auch mal kurz, obwohl ich sie nicht so mag, weil man den Absprung nicht sieht. Aber für seinen Sprung jetzt hat man gesehen, dass er leicht von unten gesehen mit der linken Schulter ein bisschen zu weit vorn war. Und das eben auch so die Kleinigkeiten sind, die Ryoyo, währenddessen er seinen Sprung auch ein bisschen ändern muss, noch abstellen muss. Ja, wenn die deutsche Mannschaft aufholen möchte, dann sind das natürlich schon tolle Weiten. 133 Meter für Ryoyo Kobayashi, der für das Tsuchiya-Team unterwegs ist. Trainer dort, Teamtrainer Richard Schallert, der Österreicher. Lange Zeit hier auch auf den Trainerpodesten, etwa für die Tschechen, gestanden. Naja, dann müsste Deutschland natürlich schon auch da wieder schauen, dran zu bleiben an Ryoyo Kobayashi. Das wäre dann gleich Severin Freund. Erstmal Szene Preutz.
vernünftige Vorstellung des mittleren der Preutz-Brüder. Peter hat den Vorzug vor Domen bekommen, obwohl Domen gestern besser war, aber Peter einfach konstanter im Verlauf der gesamten Saison. Ja, jetzt 129, eben 200 Meter weiter. Ja, er wirkt noch locker, aber jetzt kann auch nicht mehr viel kaputt gehen. Die sechste Position ist die schlechtest denkbare der deutschen Mannschaft, wie Sven es eben gesagt hat. Jetzt geht es um Einzelsprünge. Es würde noch drei Positionen schlechter gehen, aber ja. Nicht aus. Klar, Deutschland hat natürlich einen anderen Anspruch, aber nichtsdestotrotz ist Siegen nicht vorprogrammiert. Ganz kontrolliert landet der Michael Heiböck. Also die Österreicher nach dem ersten Durchgang auf dem Podest und er springt einen Meter weiter als Ryoyo Kobayashi. Heiböck übrigens vorhin gemeinsam mit Huber. Das waren die Nummer 1 und 2. Also für Wiethölzl Hoffnung, dass es morgen möglicherweise mit einem weiteren Podestplatz was werden könnte. Heiböck ganz klar verbessert hier schon gestern und auch heute in diesem Teamspringen. Und damit ist es soweit. Severin Freund, der erste Deutsche in diesem zweiten Durchgang. Zwei Jahre raus gewesen, da hat sich auch in Sachen Material eine Menge an Komponenten verändert. Körperlich ist er ein Arbeiter. Hat schon in den Jahren, als er noch nicht die Kreuzbandrisse hatte, viel für seinen Rücken tun müssen. Hat das aber geduldig und gewissenhaft getan. Jetzt geht es nochmal vom Balken, weil der Wind zumindest vorübergehend von allen Seiten kommt. Aber diese Disziplin aufzubringen, für seine Leidenschaft alles unterzuordnen, das ist nicht jedem gegeben. Severin Freund mit seinen mittlerweile 32 Jahren, Familienvater, hat viel Zeit verbracht mit Therabändern, mit den Physiotherapeuten verschiedener Stützpunkte. Und er hat sich über ein fast generalstabsmäßig geplantes Stabi-Programm überhaupt wieder in die Verfassung gebracht, dass er weltcuptauglich ist. Und das ist der Eindruck, er kommt auf diesem Weg voran. Das sah wild aus oben. Wenn sofort die beiden Arme rauspendeln nach hinten, ist das immer das Zeichen, dass das nicht so hier. Ja, auch leicht einseitig dann. Könnte natürlich auch sein, dass es eine kleine Böe war. Weil ich glaube nicht, dass Severin jetzt auf einmal einbeinig abspringt. Also das war er noch nie. Das wird er auch nie sein. Aber so sind es einfach Dinge, die jetzt auch noch zusätzlich störend mit reinwirken. Bei einem Prozess oder in einer Zeit, wo man es eigentlich gar nicht brauchen kann. Ja, und das sind einfach Dinge, die muss man versuchen zu ignorieren, lernen damit umzugehen. Verdrängen bringt nichts, weil dann kommen sie noch wilder zurück. Obwohl wir natürlich auch hoffen, dass es besser läuft. Aber aktuell sieht es leider jetzt nicht so aus. Schauen wir erstmal auf Daniel André Tande. Norweger haben sich ja noch nach vorne geschoben auf Rang 3. Aber wir haben Stefan Hongerer zwischendurch gesehen. Da war schon viel Frust dabei. Wieder 14 Meter verloren auf die Norweger von der deutschen Mannschaft. Da hat er die Fahne schon wütend da nach unten gefeuert. Aber klar, das ist jetzt eine Herausforderung für Stefan Hongerer. Es hat ja wunderbar begonnen als Bundestrainer. Und es ging großartig weiter in dieser Saison mit dem Skiflug-Weltmeister aus Oberstdorf, mit Karl Geiger. Irgendwann riss der Faden bei der Tournee und im Moment müssen wir konstatieren, dass es längst nicht so läuft wie etwa für die Polen. Die haben im Moment ihr Hoch, mannschaftlich stark, führende nach dem ersten Durchgang. Piotr Żiła. Tiefe Anfahrtsocke
explosiver Absprung und dann geht's dahin, aber wie. Fünfter Sprung und alles ist, wie es war. Die Polen sind das Maß der Dinge hier in Zakopane. Sie sind auf Kurs, Heimsieg. Er hat das Vertrauen des Trainers, des Cheftrainers gerechtfertigt. Schwacher Sprung gestern, dazu noch disqualifiziert. Aber an seinem 34. Geburtstag lassen ihn Dodesane und Sobczyk los. Und jetzt darf er sich freuen, denn die Führung ist angewachsen vor Österreich auf 16, 17 Meter. Das ist mehr als komfortabel. Und die deutsche Mannschaft hat weiter an Boden verloren. 106 Punkte Rückstand. Okay, wir sammeln uns und sind gleich sofort zurück in Zakopane. Es kommen so viele Fragen über Frag Sportschau rein. Morgen haben wir sicher mehr Zeit, weil wir eben über Jiwa gesprochen haben und die nächste Gruppe erstmal entspannt beginnt aus unserer Sicht. Sven, hier kommt die Frage vom Wachsamen. Wie kann es eigentlich sein, dass immer noch Springer wegen der Anzüge disqualifiziert werden? Haben die Teams kein Maßband? Die haben sicher ein Maßband, aber wir haben es mit Stoff zu tun, im Gegensatz zum Motorsport. Wenn ein Spoiler vermessen wird, der wird dann auch am nächsten Morgen genauso aussehen. Aber die Anzüge haben zwar ein bisschen Luft, aber wenn wir in die Hocke gehen, ist es Stoff, der wird breiter oder beziehungsweise auch länger und dementsprechend sind die eigentlich nur am Nachmessen und am Nachnähen. Das ist einfach so. Und alle gehen ans Limit. Wer nicht ans Limit geht, wird schnell abgehängt. Ja. Also es bringt nichts da, den Anzug zu eng zu tragen. Dann trägt es nicht mehr so gut und dann verschenkt man gegenüber anderen Springern zu viel. Also schaut jeder, dass er genau an die Toleranz rankommt. Da ist immer das Risiko einer Disqualifikation natürlich im Raum. Es ist ein Zeitpunkt gekommen, wo man dann ehrlich sagen kann, die deutsche Mannschaft wird dieses Springen nicht mehr gewinnen können. Auch das Podest ist weit weg. Um was geht es jetzt, Sven, bei den nächsten drei Springern, die wir noch sehen? Es geht einfach nur darum, dass sie ihre Sprünge wiederfinden. Dass sie wissen, okay, darum geht's auf der Schanze, die natürlich auch speziell ist. Ja? Es ist nicht ganz einfach, aber nichtsdestotrotz geht es den meisten so, dass sie noch auf der Suche sind, ihre Sprünge zu suchen. Bei unseren Deutschen war es eben so, wir hatten sie schon und jetzt ist man ein bisschen weggekommen davon. Natürlich von außen hört man, ja, Nachwuchs, zweite Gruppe ist ein bisschen hinten dran. Das sind ja alles Dinge, so Störfeuer, die dann einfach immer näher kommen, die dich dann ein bisschen wegbringen. Also das muss man natürlich auch klar sagen. Das wäre jetzt die Chance für einen Andi Wellinger oder Richard Freitag zurückzukommen ins A-Team, in die A-Mannschaft, aber die Leistungen stimmen nicht. Wellinger leider nicht im zweiten Durchgang gewesen in Innsbruck. David Siegel auch nicht. Jeder kämpft für sich. Da hoffen wir einfach, da wünschen wir dem Trainerteam um Christian Winkler, dass sie Schalter finden, dass sie Ansätze finden, um die Jungs zurückzubringen. Denn sie werden gebraucht hier oben, auch um ein bisschen Druck zu machen auf die, die hier sind. Es muss regelrecht ein Ruck gehen durch die deutschen Skispringer wieder in den nächsten Wochen. Ja, aber alle Verletzten sind da schon mal außen vor. Also die waren jetzt 2 Jahre weg, da hat sich viel bewegt, dementsprechend gucke ich erst ab nächster Saison da drauf. Aber speziell dann natürlich Richard Freitag oder alle die, Moritz Bär, die ja eigentlich auch schon mal auf einem guten Weg waren, kommen jetzt auch im Kontinentalcup nicht so ganz ran. Also weiß ich jetzt aktuell nicht, was das große Problem sein soll, weil so viel haben sich die Schanzen und die Welt drumherum eigentlich nicht verändert. Und sie waren ja schon da, also auch unter Stefan Honkacher. Also brauchst du auch da nicht diskutieren, ob jetzt hier irgendwie doch ein ganz anderer Trainer her muss. Also da brauchen wir gar nicht diskutieren, sondern es sind einfach kleine Dinge, mentale Dinge, die wahrscheinlich dann irgendwie anders laufen oder auch die Materialumstellungen, dass die einfach dann doch im Winter ein bisschen anders sind als im Sommer, weil es ja wärmer ist und alles. War ja bei mir auch so, Ski aussuchen im Sommer. Wir mussten uns damals immer, bis Oktober mussten wir uns entscheiden, welchen Ski wir springen. Das sage ich, im Sommer habe ich 30 Grad und im Winter habe ich minus 10. Jetzt gibt mir ein Material, was sich gleich verhält. Also das sind ja so Sachen, es kann so ein paar Dinge bedeuten, die dann einfach große Wirkung haben. Und einer der, ja, jetzt schauen wir erstmal, ich habe gehört, gleich ist Severin Freund zum Interview bereit, schauen wir zunächst mal auf Junichiro Kobayashi. Severin wird sicherlich bei Benjamin Wüst kurz noch die Minute warten und dann haben wir von ihm zumindest mal eine Rückmeldung, wie sich das angefühlt hat heute. Ja, solider Wettkampf von Junichiro Kobayashi. Zwei ähnliche Sprünge, der sogar jetzt 5 Meter weiter als der erste. 129 Meter, die Japaner für die Deutschen kaum noch erreichbar. Jetzt hören wir ihn, Severin Freund bei Benjamin Wüst.
Severin Freund, Sie haben sich so gefreut auf dieses Mannschaftsspringen. Bis jetzt läuft es alles andere als rund. Woran liegt's? Ja, schwer zu sagen, haben einfach echt einen schweren Tag heute. Ja, der erste bei mir, der war eigentlich ganz okay. Ist nicht ganz so weit gegangen, wie ich mir erhofft hätte eigentlich, vor allem was um mich rumgesprungen worden ist. Und ja, jetzt im zweiten war es ziemlich daneben, kriegt keinen Druck rein und dann ja, steht es halt da wie ein Baum. Haben denn Ihre Mannschaftskollegen irgendwas gesagt, woran es liegt? Der Trainer wusste auch nicht genau, was los ist zur Pause. Ja, manchmal ist es leider im Skispringen so, dass es so Tage gibt, wo es nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist. Aber ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass wir es uns anschauen werden und dass wir es morgen besser machen. Wir sind sehr gespannt. Dann bis morgen. Danke. Ja, da freuen wir uns doch jetzt schon drauf, dass die Antwort der deutschen Skispringer morgen kommt. Vielleicht auch ja, bei den letzten dreien, die wir hier noch in dieser Mannschaft sehen. Es ist leider nicht mehr spannend nach ganz vorne. Es leisten sich die Top-Nationen keine Fehler, auch nicht Tiden Barthol. 131 Meter, er steigert sich auch klar im Vergleich zum ersten Sprung. Und damit die Slowenen nah dran wieder an den Japanern. Auch noch was gut zu machen hat Jan Hörl. Danach sehen wir dann schon mit Pius Baschke den nächsten deutschen Springer. Dann schnell noch eine Sportschau-Frage. Ist es schon mal vorgekommen, Sven, dass ein Skispringer die falschen Skier zum Start genommen hat, wenn die Skier alle ähnlich aussehen? Das fragt Juan. Also oben im Aufwärmbereich. Da kann ich mich zu 100% rauslehnen, dass du da lieber dreimal guckst, ob es dein Ski ist oder ob du jetzt gerade den Ski vom Japaner nimmst. Also das ist sicher, weil das natürlich dann auch die Versicherung ist, dass dein Sprung überhaupt funktioniert mit den Einstellungen, die du ja gewählt hast. Jawohl, und er freut sich, Andi Wiedelzel. Danke Sven für die Antwort und sie freuen sich alle, denn die Österreicher sind im Rennen. Die Österreicher sind die Verfolger der Polen und sie halten vor allem so mit Jan Hörlkurs auf dem Podest zu bleiben. Pius Baschke. Sven hat es gesagt, jetzt kann man sich dann in der Form auch irgendwie locker machen. Nach vorne geht nichts mehr, das ist... Man muss es versuchen, bewusst. Aber es ist nicht einfach. Ich meine, ich war früher genau in der gleichen Haut. Ich weiß genau, was da im Kopf dann hin und wieder auch mal vorgeht und wie fest du dann wirst. Aber hier, wenn ich jetzt neben dir sitze, sehe ich das auch entspannter. Also sie brauchen sich keinen Druck machen. Und er muss nichts mehr beweisen, Stefan Horngacher. Der hat gezeigt, was er kann. Der hat in Polen gezeigt, dass er der beste Trainer, einer der besten Trainer der Welt ist. Das hat er auch bei der deutschen Mannschaft nahtlos nachgewiesen. Jetzt gibt es eben nur mal diesen kleinen Knick. Und es gibt ja immer noch die Möglichkeit für die Topspringer, für Eisenbichler, für Geiger, um Podestplätze zu kämpfen. Auch morgen durchaus. Das ist Jammern auf vergleichsweise hohem Niveau. Das müssen wir auch mal sagen. Trotzdem beschäftigt, das treibt das natürlich alle um. Horst Hüttel, den Teammanager, zuständig auch für Skispringen, sind im ständigen Austausch, auch die Trainer aus dem Conticup-Team, die wollen auch andere Ergebnisse abliefern. Rechts Bernhard Metzler, daneben Stefan Horngacher. Jetzt nach diesem kurzen Päuschen sind die Verhältnisse nicht wirklich besser geworden. Kopfschütteln vorm Abwinken. Ja, aber das war jetzt schön zu sehen. Allein der Schnee wieder fällt. Also in der Position, wo jetzt auch Stefan Honkacher lang eingeblendet war, hast du gesehen, dass am Anfang der Schnee wirklich dann auch von links nach rechts vorbeigepfiffen ist und auf einmal hat es gedreht, obwohl die Fahne stillgestanden ist. Es dreht irgendwie ständig, wenn wir dieses Bild haben. Ja, aber ohne dass die Fahne sich bewegt, das siehst du, wie Kleinigkeiten dann auch was ausmachen. Und deswegen ist das manchmal auch nicht möglich, aus der Kabine zu beurteilen, wie sich der Springer gefühlt hat, wie sich dieser Sprung angefühlt haben wird. Kann man nach Windmonitoren nur abschätzen. So, aber jetzt haben wir die höchsten Windgeschwindigkeiten des Tages. Jetzt haben wir zwischendurch mal 5-6 Meter pro Sekunde erreicht. Ein Windmonitor sieht Markus Eisenbichler da oben, glaube ich, nicht. Aber er hat zumindest das Fernsehbild. Auch da kommt die Frage, hören die eigentlich die Kommentatoren? Also in Polen hört man uns sicher nicht. Hin und wieder Gott sei Dank nicht. Ja, hin und wieder Gott sei Dank nicht. In Deutschland hier und da gibt es mal Ton, gibt es mal Kommentar. Kommt immer darauf an, was der Veranstalter anbietet. Mal mit Ton, mal ohne Ton. Aber Polnisch würden die meisten da oben eh nicht verstehen. Wird wieder, wenn wir dem Fähnchen glauben und auch dem Windmonitor, minimal ruhiger. Ich denke, dass die Fortsetzung des Wettkampfs hier nicht in Gefahr steht, denn die Prognose, das sogenannte Mikroklima in Zakopane gibt es nicht hier. Ja, Eisenbichler
Mikroklima. Ja, Mikro, das ist ein Begriff, den Walter Hofer immer geprägt hat, ja, der frühere Renndirektor. Das ist das Klima eigentlich einfach nur rund um die Schanze, also um den Hausberg von Zakopane. Der Hausberg ist der Gubalovka, der sogenannte Hausberg in Zakopane. Wir wissen ja, der ist 1100 und ein paar 20 Meter hoch durch eine Standseilbahn zu erreichen. Hier haben wir den Blick auf die Schanze. Und ja, das Mikroklima rund um diesen Hausberg, das ist jetzt entscheidend. Wir sind ja in Südpolen, in der höchstgelegenen Stadt Polens. Geht eben hoch bis auf die 1130 Meter. Zakopane liegt schon über 800 Meter hoch. Also es ist eine Herausforderung, da das Klima einzuschätzen. Aber die Prognose war eben, und jetzt ist Sandro Pertile zuständig, dass das heute kein Problem sein sollte. Morgen erst recht nicht. Da geht man von einer guten Voraussetzung für einen Skisprung-Wettkampf aus. Wenig Wind, kaum Schnee. Wenn es tricky werden könnte, hieß es vorher, dann heute. Es ist jetzt vor allem für die führenden Nationen, für die Polen, für die Österreicher, für die Norweger, Anspannung pur. Die Deutschen nochmal können jetzt, auch wenn das für Pius Paschke in den eng geschnürten Schuhen mit Keilen hinten drin war, kein Spaß war, da so lange zu warten. Die Verhältnisse sind es, wenn ich das richtig sehe, auch nicht. Boah, fällt komplett zusammen. Also das ist Wahnsinn. Schade. Möchte es nicht tauschen mit der Person, gebe ich ehrlich zu. So, ich glaube hier, Sven, wenn ich den rechten Ski sehe, den saugt es nach unten, also als ob da der Wind angegriffen hat. Das sah auf unserem Monitor auch so aus, müsste man bei Pius Paschke nachfragen. Das ist ein gebrauchter Tag von A bis Z heute für die deutschen Skispringer. Gibt's auch mal, haben wir nicht oft erlebt. Also kann mich kaum noch erinnern, 5. Mal in Wieselaar zum Auftakt der letzten Saison als Team. Ansonsten immer dabei im Kampf um die Podestplätze, okay. Haken dran, morgen wieder angreifen. Wir beschäftigen uns damit, wer hier diesen Wettkampf gewinnt. Die Norweger in Lauerstellung, aber dann müsste insbesondere er, Granerud, ans Leistungslimit kommen. Aber Pius auch, ne? Mit 7,2 Pluspunkten brauchst du nicht drüber reden. Das war sicher eine Böe. Deswegen auch der rechte Ski so abrupt weggegangen. Also Selbstvertrauen konnte Granerud hier bisher nicht tanken. Es sieht auch für ihn wechselhaft aus. Aber jetzt geht es um die Podestplätze. Und da ist die Jury auf dem richtigen Weg. Kurz warten, um den Wettkampf jetzt sportlich zu entscheiden und nicht über grünes Licht bei schlechten Windbedingungen. Da geht es eben noch mal ganz kurz runter. Kann ein Springer sich da noch mal straffen, noch mal locker machen, wenn er vom Balken runter muss? Ja, also bis zum Fußgelenk ja, aber ab da ist es eigentlich schon tot. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn du viel Material benutzen darfst. Zumindest verbessert, deutlich verbessert. 15 Meter weiter, Granerud, als im ersten Durchgang. Flugposition ist wunderbar. Verhältnisse waren jetzt viel besser als bei Pius Paschke. Das sollten wir wirklich dazu sagen, auch um Paschkes Leistung einzuordnen. Bekommt minus 11 Punkte abgezogen, der nächste Springer. Minus 11? Minus 11 tatsächlich. Abgezogen. Minus 11. So, und bei Paschke waren es Pluspunkte. Plus, ja, plus 7,2. Also Pluspunkte für Rückenwind. Und er, Granerud, jetzt Abzug wegen Aufwind. Kamils doch hat diesen schönen Aufwind derzeit nicht. So, wenn der jetzt springen müsste, dann hätte er einen riesen Nachteil. Jetzt ist was los hier oben. Ja. Ich habe gut lachen. Für mich geht es hier nicht um Preisgeld. So ist es aber auch bitte nicht gemeint. Wir wollen einen möglichst fairen Ausgang erleben. Und die Polen waren bislang die stärkste Mannschaft. Da ist es nur richtig, dass jetzt doch runter darf und geschützt wird. Sven hat es eben gesagt, der Fuß fühlt sich dann tot an, eben weil er ja pressgeschnürt ist mit den Keilen hinten drin. Da sollte es nicht zu lange dauern, schon gar nicht bei Temperaturen von minus 10 Grad. Das ist unangenehm für die Springer. Stoch war
so lange wie möglich im Aufwärmraum oben drüber, da sehen wir das Licht. Aber jetzt spielt weder der Wind mit in seiner Heimat und Sandro Pertile, der neue Renndirektor seit dieser Saison. Letztes Jahr hat er viel gelernt, ist jetzt, glaube ich, bei Benjamin Wüst zum Interview bereit sogar. Benjamin, bitte. Kannst du mir vor der Pertile, das ist mit Maske alles nicht so einfach, deswegen muss man ein bisschen schreien. Es ist ziemlich windig mit ganz schönen Böen. Wie haben Sie vor, den Wettbewerb zu Ende zu bringen? Glauben Sie, es klappt alles noch bis zum Schluss? Ja, wir hoffen so. In den letzten Minuten war mehr und mehr unstabil. Die arbeiten oben. Wir mochten die Bewerbe durchführen, aber jetzt ist es schwieriger geworden. War das vorhersehbar, dass es ein bisschen windiger wird, oder haben Sie eigentlich gedacht, es geht still durch? Ja, hat ein bisschen geändert. Theoretisch sollte am Abend ruhiger sein. Aber jetzt ist vielleicht eine besondere Situation für einige Minuten. Was ist Ihr Tipp? Macht man irgendwann Pausen, die länger sind? Oder glauben Sie, können das mit kleinen Verzögerungen durchziehen? Wenn wir die Fahnen sehen, es geht sehr wechselhaft zu. Ja, hoffen wir. Ich kriege jetzt neue Informationen von Borek, von oben. Aber ich bleibe positiv. Okay, wir auch. Borek Zettler beobachtet ja das Ganze oben. Bis später, Sandro Pertile. Okay, vielen Dank. Super. Ja, keine einfache Situation für Sandro Pertile in diesem ersten Jahr. Walter Hofer hat Jahrzehnte das Skispringen geprägt. Ohne Walter Hofer würde es heute sicherlich noch nicht so sein, dass wir Windpunkte im Ergebnis sich widerspiegeln sehen. Das war mit Sicherheit eine innovative, auch umstrittene Maßnahme. Aber die Einführung ist Gold wert, insbesondere um Wettkämpfe auch zu Ende zu bringen, wenn sich der Wind permanent ändert, weil man mit der Anlaufluke reagieren kann. Jeder, der am Anfang skeptisch war, sollte sich das nochmal in Erinnerung rufen, welch großer Schritt das für das Skispringen war. So, die Männer sind die, auf die wir noch warten. Es sind 16 Springer noch da oben im Bereich Aufwärmraum oder die gleich dann am Start wären. Kamil Stoch wäre der 17. Das ist der letzte in der zweiten Gruppe. Das heißt, Sven, wenn man auf die Tube drücken würde, wäre das eine Viertelstunde, dann wäre der Wettkampf durch, aber dann müsste der Wind sich so beruhigen, wie es gerade aussieht. Also, wenn das einer wegstecken kann, dann kam jetzt doch, aber leicht ist es nicht, mit so einem toten Fuß, wie du sagst, zu springen. Ich meine, der hängt jetzt da schon drin, 3 Minuten gefühlt, oder wie lange war das jetzt? Noch länger. Ja, das ist ja, also er darf ja auch nichts mehr machen. Er ist vermessen oben, für den Anzug, vom Schrittmaß und allem drum und dran, er darf danach nicht mehr ran. Souverän die Führung verteidigt, auch wenn das nicht einfach war für Kamil Stoch. Wir haben die grüne Linie gesehen, die hat er weit überflogen. Das heißt, die Polen nach diesem zweiten Springer, also nach 6 Sprüngen pro Nation, deutlich in Führung vor Österreich und Norwegen, Japan dahinter, dann die Slowenen und die deutsche Mannschaft hängt fest auf dem 6. Platz. Abklatschen der beiden letzten sprungstarken Polen, Kubacki und Stekau. Er ist nicht mit sich im Rennen. Das gilt aber ganz sicher auch nicht nur für Kamil Stoch, sondern auch für Pius Paschke. Benni, bitte. Pius Paschke, turbulenter Wettkampf vom Wind und vom Sturm her. Von den Leistungen läuft es nicht so richtig rund. Was ist los mit Ihnen, mit Ihrem ganzen Team? Ja, weiß ich nicht. Ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also, ich bin einfach nicht kurz recht gekommen. Eigentlich das gute Gefühl von gestern nicht mitnehmen können. Beide Sprünge einfach nicht gut. Schlecht heruntergefahren, nichts gespürt und ja, dementsprechend leider heute dann auch die Weiten. Das heißt, es sind nicht allein oder nur die Bedingungen. Wir haben bei Markus Eisenmichler gesehen, er macht es so, man spürt wahrscheinlich schon ganz schön was in der Luft. Oder ist es dann gar nicht so schlimm im Sprung? Es wechselt, glaube ich, schon. Es ist nicht so leicht, aber ich weiß auch nicht, wie es bei mir war. Ich konnte nur das, ich habe gemerkt, dass es einfach technisch nicht sauber war. Und wie es dann vom Wind ist, keine Ahnung. Aber in erster Linie waren einfach mal Fehler bei mir dabei und dann ja, kommt es halt raus. Was macht mehr Sinn? So einen Tag einfach abhaken oder sich das genau alles angucken, genau analysieren für morgen?
Abhaken, weil ich gestern eigentlich schon ganz gute Sprünge gemacht habe. Und ja, ist blöd im Team, weil die anderen halt mitgehangen, mitgefangen. Ist natürlich nicht so toll, aber da muss man trotzdem abhaken und dann morgen wieder weiterschauen. Danke, Pius, bis morgen. Danke. Und Pius Paschke, das wollen wir noch mal erwähnen, war gestern im zweiten Trainingssprung Zweitbester. Und sowas passiert nicht durch Zufall, sondern das lag auch nicht an den Bedingungen, sondern das lag an einem außergewöhnlich guten Sprung. Ist also immer möglich, dass Paschke das morgen wieder gelingt. Der Nächste, der warten muss, ist der dritte Mann der Finnen, Jaakko Mäete. Sie wollen es angehen, die dritte Gruppe. Was würde passieren, wenn es nicht weitergehen könnte? Dann würde der erste Durchgang, und zwar nur der erste Durchgang, gewertet. Nicht der Stand jetzt. Würde nichts ändern. Polen vor Österreich und Norwegen. Das Podest wäre das gleiche wie nach 6 Sprüngen. Und auch die deutsche Mannschaft war ja schon 6. Also exakt die gleiche Reihenfolge nach 6 Sprüngen, wie sie nach 4, also zur Halbzeit, war. Aber sagen wir mal so, da die Prognose ja im Rahmen war, kann ich mir schon vorstellen, denke ich mal, dass wir das hier noch zu Ende bekommen. Und da ist der Nächste jetzt auch unterwegs mit dem Mann aus der Nähe von Kuopio, Jaakko Mäete. Puh. Das war mit Sicherheit sein schwächster Versuch hier, 108 Meter. Wenn man natürlich keine Form hat und dann merkt, dass es auch noch Verschiebungen gibt, wetterbedingt, stärkt das natürlich nicht unbedingt dein Rangehen in so einer Phase. Dominik Peter, klar, wenn es irgendwie möglich ist, drückt die Jury jetzt aufs Tempo. Bei Peter sollte es jetzt gehen. Schön zu sehen, also der Wettkampf läuft weiter. Das ist eben ja auch das Schönste für alle, wenn sie ihre 2 Sprünge machen können. Auch wenn Mäete und Peter Probleme haben in der Luft, überhaupt ein Flugsystem zu finden. 3 Meter weiter als der Finne eben, 111 für Dominik Peter. Vernünftig im ersten Durchgang, jetzt aber auch nicht zurechtgekommen. Alle Springer, die schon mit der Ungewissheit da aus dem Aufwärmraum gekommen sind. Geht es jetzt weiter? Muss ich noch warten, die da oben schon vor sich hingefroren haben? Denn man geht ja nicht erst einen Springer vorher die Treppenstufen runter, sondern so, dass Zeit ist. Man weiß ja, dass die Wettkampf, dass die Jury Interesse daran hat, zur Not aufs Tempo zu drücken. Und dann muss ich da sein als Springer. Wenn ich nicht da bin, werde ich disqualifiziert. Keiichi Sato, die Japaner, noch in Podestnähe. Jetzt muss also die Attacke kommen Richtung Norwegen. Ja, das macht er. Wow. Er hat mehr drauf, als er uns über weite Teile dieser Saison gezeigt hat. Immer wieder in Einzelsprüngen. Keiichi Sato. Klar, mit Aufwind, aber 138 Meter, Sven. Ja. Und Telemark gesetzt. Mit 1,78 ist er schon einer der Größten. Leicht fliegt besser und natürlich gerade die vielen Springer, die wir auch in den letzten Jahren erlebt haben, die wie ein Georg Späth zum Beispiel oder auch ein Luca Roth jetzt aus dem Nachwuchs, so je länger die Ski, je schwieriger natürlich zu kontrollieren bei den enormen Kräften, die da wirken. Jetzt wäre es für Peter Preutz riesig, wenn er los dürfte. Ja, er da wird sogar, sein alter Sprung funktionieren bei den Superverhältnissen. Ist ein bisschen weniger jetzt, mal gucken. Dann drücken wir ihm die Daumen. Peter Preutz. Ja, Aufwind im Hang. Bedeutet natürlich, dass er oben ein bisschen aggressiver rangehen könnte. Ja, es funktioniert. Aber eben auch nur bei solchen Bedingungen. Wir haben meistens trotzdem eher Rückenwindbedingungen. Dann funktioniert der Sprung eben nicht. Ist für die Zuschauer natürlich jetzt auch ein bisschen erklärlicher, was ich immer meine, warum man den Sprung ändern soll. ...133 Meter für ihn. Abzug um die 8 Punkte. Ante Lanišek, der Schlussspringer für die Slowenen. Normalerweise dürfte Richtung Podest nichts mehr gehen. Dafür sind die Abstände zu groß zu den Norwegern. Japaner sind noch
machbar, auch wenn der Yuki Asato als letzter kommt. Jetzt Aschenwald für die zweitplatzierten Österreicher. Klare Steigerung, Herr Weißmann, das war knapp, kann er noch besser, aber 9 Meter mehr diesmal. 133 Meter und das aus der gleichen Luke, also Luke 13, wesentlich verbessert. Philipp Aschenwald, möglicherweise lockerer, nicht so fest weggesprungen, ist einfach geschehen lassen, packt was drauf und das ist für die Österreicher vorübergehend Platz 1, Karl Geiger. So, wenn er da mithalten könnte. So in dem Bereich jetzt Sato, Aschenwald, auch für morgen als Selbstbestätigung. Das wäre der Wunsch. Vorletzter deutscher Springer. Verhältnisse sind jetzt gut für Karl Geiger. Macht er was draus? Ja, komm, schön. Jawohl. Super. Den nimmt er jetzt einfach mit und den Rest stellt er einfach ab. Ganz einfach. Ja, wenn das so einfach ist, dann ist es gut. 135,5, also genau in diese Zone zwischen Aschenwald und Keiichi Sato. Kommt auch aus einer immer noch sehr guten Höhe da unten zum Landen. Auch wenn die Verhältnisse jetzt viel besser waren. 135,5 Meter eines deutschen Springers. Endlich Karl Geiger. Es wird, was die Platzierung angeht, keine Verbesserung. Da sind die Rückstände so groß. Es fehlen 40 Punkte allein, also über 20 Meter, um auf Platz 5 vorzustoßen. Jetzt geht's mit Marius Lindwig und dann mit Deckauer um die Podestplätze. Also, Lindwig muss was anbieten. Erster Durchgang toll. 137 Meter. Das wird ihn pushen. Hier hat er noch Geschwindigkeit und Höhe. Oh. Wahnsinn! Ein gigantischer Sprung von Marius Lindwig. Sven, du weißt, wie es sich anfühlt, da unten zu landen. 144,5. Wahnsinn. Aber er hat natürlich eben auch den Sprung, dass er da unten ganz locker hinspringt, weil er eben auch viel Geschwindigkeit oben mitnimmt. Hier das Polster dann hat von der Geschwindigkeit, die er mitgenommen hat, hat er hier unten ein Mehrpolster und dann klatscht es natürlich, aber einfach nicht so, dass du die größten Schwierigkeiten hast. So, den Abzüge gibt es natürlich, weil er keinen Telemark setzt, aber das ist die Kombination aus Absprunghöhe, also Athletik und eben Geschwindigkeit. So, kann er das genauso? Verhältnisse sind im Moment zu gut für Stekauer, aber die Norweger sind näher rangekommen an die Österreicher. Das wird noch ein kleiner Showdown da gleich zwischen Johansson und Huber. Nicht ausgeschlossen, dass sie noch ganz hinkommen. Wahrscheinlich aber ist Österreich nicht mehr einzuholen. Jetzt geht's für Michal Dollesal darum, diesen ersten Platz zu verteidigen. Hat's schwierig im Moment. Der Vorsprung ist groß. Trotzdem braucht Deckauer eine gute Leistung. Nee, gar nicht. Jetzt wird's spannend vorne und Deckauer weiß gar nicht, dass er nicht so begünstigt war wie die Athleten zuvor. Für ihn wird sich das anfühlen, als ob ich hier alles versaut habe. 115,5 Meter nur. Jetzt ist der ganze schöne Vorsprung völlig dahingeschmolzen. Und er ist so stark gewesen in den letzten Tagen. Heute, gestern, im Training davor. Jetzt wäre es auch, wenn das Stadion ausverkauft wäre. Ganz, ganz ruhig. Österreich jetzt vor den Polen. Aber es ist noch nicht entschieden. Vielleicht kann das in der letzten Gruppe gleich Kubacki kontern gegen Huber. Da ist nochmal alles durcheinander geraten. Nicht da, wo sich die deutsche Mannschaft mit 110,2 Punkten Rückstand, also 55 Metern und mehr Rückstand eingefunden hat, aber ganz oben. Und jetzt wird ja gestartet in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, als Letzte springt gleich Daniel Huber. Aber das war eine Ansage, Sven. Ja, das wird jetzt wirklich spannend. Und das ist vielleicht dann auch mal ein bisschen der Vorteil von schwierigeren wechselnden Bedingungen, dass man am Ende keine Garantie hat, obwohl man auf dem Weg ist, vielleicht ganz oben stehen zu dürfen am Ende, dass es wirklich auch so wird.
Ja, und jetzt muss Markus Eisenbichler zügig ran, kann sich gleich schon bereit machen, denn er wird ja als Drittes jetzt schon in dieser Gruppe springen. Umgekehrte Reihenfolge in diesem letzten Durchgang, letzte Gruppe. Der Beste, also die führende Mannschaft, springt zum Schluss, um es noch spannender zu machen, wie wir das bei Teamwettkämpfen gewohnt sind. Das heißt, los geht's mit Gregor de Schwan. Sie werden die Sportschau pünktlich hier bei uns gleich sehen. Und wir sind inzwischen auch bester Dinge, dass der Wettkampf jetzt schnell zu Ende gebracht werden kann. Schnee verhält sich in Grenzen, der Wind spielt auch mit. Es sind nur noch 8 Springer und dann haben wir das Mannschaftsspringen hier in Zakopane doch noch ins Ziel gebracht. Leider aus deutscher Sicht mit keinem erfreulichen Ergebnis, aber die Kampfansage für morgen, sie steht. Alle sind hochmotiviert. Eisenbichler sehen wir gleich nochmal. Karl Geiger, Pius Paschke, Severin Freund und dann kommen ja auch noch Konstantin Schmid dazu und Martin Hamann, die gestern in der Quali sich nicht durchsetzen konnten gegen Severin Freund, aber auch immer dazu in der Lage sind, hier Weltcup-Punkte zu holen, vielleicht sogar mal in Richtung der besten 15 heranzukommen. De Schwanden mit 115,5 Metern nur in diesem letzten Durchgang. Kito Sao. Interessanter Springer mit 21 am Anfang einer hoffentlich großen Karriere. 123,5 für ihn, 8 Meter weiter als De Schwanden. Das ist mehr als respektabel. Aber es wäre zu schön, wenn Markus Eisenbichler, und alles deutet darauf hin, da jetzt einige Meter drauf packen könnte, denn der erste Sprung, der war windumtost. Er kann so viel mehr. Markus Eisenbichler, letzter Springer der deutschen Mannschaft. Irgendwie passend zu diesem Wettkampf der deutschen Mannschaft. Nichts Halbes und nichts Ganzes. 127 Meter. Ja. Normal resultiert er wirklich dann auch von seinem guten Absprung oben, die Geschwindigkeit oben mit reinnehmen in einem Hang. Deswegen, da geht er ja wirklich dann auch richtig ab. Und heute muss er sich leider auch wieder geschlagen geben. Aber Sprung war jetzt nicht so, dass er jetzt Rennen in den Augen hat und irgendwie durchdreht, sondern der war normal, stabil und es hoffte einfach, dass er gut schläft, morgen das Wetter besser wird, gute Gespräche mit dem Trainer analysieren einfach, dass man nicht mit Bauchkrummeln ins Bett geht, sondern einfach, okay, es war so, abhaken, irgendwie eine Möglichkeit finden, mit Stefan Honkacher das alles zu neutralisieren. Also ich freue mich jetzt schon auf den morgigen Tag, denn da ist mit einigen zu rechnen von der deutschen Mannschaft. Hoffen wir, dass sie das auch schaffen können. Die Quali war ja schon am Freitag, das heißt, das Starterfeld steht. Alle 6 sind dabei. Andrzej Laniszek kann sich jetzt aber von Eisenbichler, und das ist ja ein Top-10-Springer im Moment, regelmäßig vorn dabei, auch nicht wirklich absetzen. Das sind 128,5 Meter bei ähnlichen Verhältnissen. Also für Eisenbichler geht morgen sicher was. Auch er im Training schon stärker gewesen. Selbst wenn das ein Tag der Ernüchterung ist für die deutsche Mannschaft. Ein so schwaches Teamspringen gab es über Jahre nicht mehr. Das sind einfach die Fakten und da sind aber alle, das hat ja Severin Freund vorhin auch bei Benjamin Wüst gesagt, selbstkritisch genug, es morgen besser machen zu wollen. Die viertplatzierte Nation, viertletzter Springer heute, Yuki Asato.
hält das aber irgendwie noch zusammen, aber mit Ach und Krach. Das ist zu Gewalt. Viel zu, brauche gar nicht hochgucken, sondern ich würde, glaube ich, erstmal an mir arbeiten. Man muss sich freuen, dass das, er dann nicht irgendwo im Schnee krachend landet. Ja, das ist ein bisschen zu viel Gas. Ich glaube, da ist der rechte Ski. Brutal. Aber da sage ich auch nur, bewundere ich, wie man diese Kräfte noch beherrscht. Denn da ein Salto zu drehen, das geht so schnell, haben wir alle schon erlebt. Und dann kann es ganz böse enden. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Schlägt er sich schon wieder? Sage mal, bleib doch mal ruhig. Es sind noch so viele Wettkämpfe. Aber teilweise kann man es nachvollziehen, wenn man natürlich so einen Tag wie gestern hinter sich bringt, dreimal die Eins liest und dann heute nicht ganz reinkommt. Sprung für Sprung ist dann noch mehr mit Gewalt dabei. Und dann kommen natürlich solche Sprünge raus, wo er meint, er hat jetzt eine Böe erwischt. Das war aber nicht so. Als der Ski fast sich komplett verabschiedet hat. Das ist wirklich pure Gewalt von Yukiya Sato, weil er übers Bein brechen will, dass er jetzt da irgendwie nochmal einen tollen Sprung zeigt. Und damit ist Japan raus aus dem Kampf ums Podest. Jetzt geht's um die Podestplätze. Die drittplatzierten Norweger zuerst. Robert Johansson. Anfanggeschwindigkeit, ja, schon. Ja, das ist eine Position. Boah. Und er setzt den Telemark da unten, Sven. Wahnsinn. Atemberaubend. Das kann er natürlich, auch wenn bei ihm alles aufgeht, wenn er den Druck unter dem Ski hat, wenn er seine Drehung nach dem Absprung auch kriegt, weil ansonsten steht er natürlich auch extrem hinterm Ski, in Anführungszeichen. So, die Polen, die sich in Sicherheit fast schon wähnen konnten, müssen jetzt kontern. Dawid Kubacki muss kontern, denn 5,5 Meter etwa, das war der Abstand zugunsten der Polen gegen die Norweger. Da hat er nicht die Basis dafür. Also ich würde mich in anderen Zeiten, hätte ich mich rausgelegt, sagt, ja, macht er. Aber der sichere Sprung, der so effektiv ist, kam von ihm noch nicht. 130, da oben stand es. Die muss er springen. Die sollte er springen. Obwohl, können, doch. Dawid Kubacki. Doch, ja. Er hat ja 5,5 Vorsprung gehabt. Das ist eben sein großer Vorteil gewesen. Knapp. Es sind 133,5 Meter und damit wird es für die Polen reichen, die Norweger zu schlagen. Boah. Weil er vernünftige Noten bekommen wird, 18,5, 19, die Polen freuen sich. Warten wir kurz aufs Ergebnis, denn Johansson hatte einiges aufgeholt. Jetzt also Polen gegen Norwegen und Kubacki geht vorbei. Die Polen vorübergehend in Führung, aber die Österreicher haben mit Daniel Huber noch einen Joker. Letzter Springer heute, jetzt unterwegs Daniel Huber. Wer gewinnt hier in Zakopane, die Polen oder die Österreicher? Huber sieht, ja, schafft er. Die Österreicher gewinnen das Mannschaftsspringen in Zakopane. 135 Meter von Daniel Huber. Andrzej Stekala hat es möglich gemacht durch seinen Sprung in der Gruppe zuvor. Die deutsche Mannschaft leider nur Sechster. Wir freuen uns auf morgen, beeilen uns jetzt. Das war's hier vom Teamspringen in Zakopane.